Er kann jubeln nach den Wahlen in Thüringen. AfD-Landeschef Björn Höcke mit viel Heimat und weniger Multikulti konnte seine Partei punkten. Historischer Sieg, den wir heute eingefahren haben. Es ist großartig, was dieser Landesverband, was mein Landesverband geleistet hat in den letzten Wochen, mit Hilfe auch von externen Wahlkampfhelfern. Und ich denke, die Stimmung ist ganz klar, eine Wechselstimmung in Thüringen, das ist das, was ich erlebt habe. Die Menschen wollen kein weiter so. Koalieren mit Höcke will jedoch keine Partei. Daher könnte er Thüringens Ministerpräsident werden, Mario Vogt von der CDU. In Sachsen hofft Parteikollege Kretschmer als stärkste Kraft auf eine Wiederwahl. Hier in Sachsen ist Stabilität gewählt worden. Hier ist ein großer Block in der bürgerlichen Mitte gewählt worden. Aber auch hier landet die AfD nur knapp hinter der CDU. In beiden Bundesländern fährt außerdem das Bündnis Sarah Wagenknecht aus dem Stand starke Gewinne ein. Ergebnisse sind ja auch ganz klar eine Klatsche für die Ampel. Und zwar, ja, schallender konnte sie nicht ausfallen. Denn die Wahlen strafen die Ampelparteien ab. Die FDP schafft es in keinen Landtag, die Grünen gerade so in Sachsen. Die SPD bleibt im einstelligen Bereich. Die Zusammenarbeit in der Ampel, die Art und Weise, wie Beschlüsse gleich am nächsten Tag wieder torpediert werden von einzelnen Beteiligten, das ist wirklich problematisch und kratzt natürlich auch am Image der gesamten Regierung und damit auch an der Partei, die sie führt. Daran müssen wir arbeiten, das müssen wir verändern, das werden wir jetzt auch tun. Viel Arbeit kommt jetzt auch auf die gewählten Parteien zu, deren Koalitionsbildung sich schwierig gestalten dürfte.